Herzlich willkommen in der Basler Boutique München. Freut mich, dass Sie da sind. Die Leute kommen sehr gerne hierher, setzen sich sehr gerne hin und verweilen. Und dann früher oder später verkaufen sie dieser Person eine Uhr. Ich glaube, in London haben sie ein Café, ja. In Seoul haben sie eine Kitchen und in Genf ein Restaurant. Ja. Und hier jetzt eine Bar. Passt das rein, dass die Leute auch wirklich kommen? Das Interessante in Korea oder jetzt in Genf zum Beispiel ist, dass im Prinzip das Restaurant separat geführt wird von der Boutique. Okay. Was wir hier haben, das ist mehr oder weniger ein Dekorationselement, ja. Was wir natürlich brauchen, wenn wir Events haben in der Boutique. Aber zum Beispiel die Kitchen in Genf hat ganz andere Öffnungszeiten, wir haben einen Betreiber, wir haben einen Corporate Chef, der die Menüs zusammenstellt, das gleiche gilt für Korea. Sehr viele Marken machen jetzt solche Restaurants, weil es eine natürliche Erweiterung der Boutique ist, ja, sozusagen. Ja, ja. Sie haben das gleiche Feeling, sie haben die Dekoration, aber sie haben hier im Prinzip sie erleben die Marke, eine Erlebniswelt, die ein bisschen anders ist. Aber würde ich mal sagen, natürlich weiter, dass die Idee wird natürlich weitergesponnen in dem Restaurant. Und das ist hier ein Dekorationselement, wie gesagt, ganz, ganz wichtig für uns, wenn wir Events haben. Aber ja, vielleicht öffnen wir mal ein Restaurant in München, wer weiß. Was mich ja interessiert bei euren Sportkollaborationen, dass ihr macht Schwimmen, ihr macht Surfen, Triathlon. Was haben diese Sportarten alle gemeinsam? Wir wollten ganz bewusst eben nicht in Golf, Tennis oder Formel 1 gehen. Das haben wir von vornherein gesagt. Warum? Weil jede Uhrenfirma in diesen Bereichen tätig ist. Wir haben nach etwas Neuem gesucht, was eben nahbar ist. Jeder kann auf ein Surfboard, jeder kann auf ein Fahrrad steigen. Und das ist das Inklusive, so wie wir das definieren, was für uns wichtig ist. Interessanterweise, seitdem wir im Surfen sind, machen es alle Marken. Interessanterweise interessiert sich auf einmal jeder für Triathlon und dergleichen. Aber wichtig für uns war es, da Sportarten zu finden oder grundsätzlich auch Partnerschaften wie hier mit Triumph, die in die gesamte Welt, in das gesamte Konzept passen, sodass die Marke auch kompakt bleibt. Sehr viele Marken versuchen, so einzelne Elemente mit einzubauen, aber irgendwie passt es nicht zusammen. Ich glaube, der Erfolg auch von Breitling ist, dass Produkt, Image, Partnerschaften, Botschafter sehr gut ineinander greifen, wie eben ein gut geöltes Uhrwerk. Und deswegen funktioniert die Marke. Die Marke hat eine unheimlich positive Ausstrahlung und guckt sehr positiv in die Zukunft. Das stimmt, was Sie sagen. Ein Kollege von Ihnen hat mir in Frankreich neulich gesagt, wir sind die Happy Days Marke. Also sehr wie diese famose Fernsehserie in den USA. Wir sind effektiv sehr farbenfroh, wir haben sehr entspanntes Auftreten, wir haben sehr coole Partnerschaften, sei es jetzt mit Deus Ex Machina oder mit Triumph. Wir haben tolle Botschafter wie der Erling Haaland, der sicherlich auch ein sehr guter Stürmer gewesen wäre für die Bayern, wenn wir schon hier in München sind. Und wir sind auch farbenfroh, ja, wenn man sich die Produkte anschaut, ob es die Super Ocean ist oder die Navitam mit verschiedenen Produkten oder die Chronomat, da haben wir zum Beispiel dieses Mint Green eingeführt oder eben Turquoise. Also es ist sehr farbenfroh, aber sehr lebendig. Und ich glaube, das ist etwas, was der Markt braucht in einem Kontext von Inflation. Jetzt kommen wir gerade aus Covid, jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine und die Leute wollen schon irgendwie ein positives Feeling empfinden und ich glaube, das bieten wir denen auch an. Ja, der Erfolg gibt Ihnen ja auch recht. Wir haben, glaube ich, im Umsatz, zumindest wenn man den Analysten trauen darf, ja mehr als verdoppelt in kurzer Zeit. Und ja, es steht im Raum, dass Sie die Umsatzmilliarde dieses Jahr knacken werden. Ist das realistisch? Ja, durchaus, durchaus. Aber wie gesagt, wir sind in einem sehr guten Preissegment. Alles zwischen 5 und sagen wir 15.000 Euro ist ein Bereich, wo Sie nicht völlig über das Tor schießen und trotzdem noch eine Kundschaft erreichen, die auch gewillt ist, ein Qualitätsprodukt für einen gewissen Preis zu bezahlen und wo wir auch vernünftige Margen generieren können. Wir haben jetzt hier auch ein paar Uhren da, die eben über dieses Preissegment hinausgehen. Das heißt, Breitling wird sich nicht so sehr in dieses Haute-Horlogerie
Feld bewegen oder gibt es da ein Feedback von Kunden im Markt, die das auch fordern? Das ist alles sehr erfolgreich, aber das sind natürlich nicht die Mengen, die wir machen würden jetzt zum Beispiel mit dem B01-Chronographen, der einer der erfolgreichsten Chronographen im ganzen Markt ist. Wir produzieren über 100.000 Chronographen pro Jahr und gehören zu einem der größten Anbieter weltweit. Aber wie gesagt, das sind 8.000, 9.000 Euro. Hier im Gold-Tourbillon-Bereich gehen wir dann in 40.000, 50.000. Aber das sind natürlich andere Mengen. Ja, das ist, ja. Ob Sie einen Porsche oder einen Porsche Turbo kaufen, sind auch andere Mengen. Und das ist völlig normal. Wir wollen aber definitiv, wir nennen es kleine Komplikationen anbieten, eben Duograph, eben im Kalender irgendwann mal in diesem Bereich, also 50.000, 60.000 Euro Bereich, vielleicht bis 70 oder 80 allerhöchstens, aber nicht drüber. Viele andere Hersteller ziehen sich aus der Fläche zurück, sie gehen voll in die Fläche. Was sind die Gründe dafür? Ich sehe nicht ein, warum das eine das andere ausschließen sollte. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist die Quantität der Verkaufspunkte. Aber wir haben effektiv tolle Partner mit der Firma Wempe, seit Jahrzehnten auch. Rüschenbeck sicherlich, der uns sehr geholfen hat, am Anfang hier diesen deutschen Markt aufzubauen. Und jetzt mit Bucherer. Aber natürlich auch sehr, sehr vielen lokalen, würde ich mal sagen, wichtigen Händler in den wichtigen deutschen Städten, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Wo sehen Sie denn Breitling in 5 Jahren? Ich glaube, dass wir wirklich in die Top 5 der umsatzmäßig der Schweizer Uhrenindustrie eintreten können. Wir sind ein bisschen anders. Wir sind ja eher die coole und relaxte Marke gegenüber, sagen wir mal, den mehr oder eher konservativen Produktgruppen, die es gibt. Und ich glaube, das funktioniert alles, eben dieser Casual-Luxus, das, was man insbesondere auch während der Covid-Zeit dann gesehen hat. Wir sind nahbar beim Kunden. Wir versuchen nicht, wir sind exklusiv über den Preis. Ja? Wir sind exklusiv über die Distribution. Wir wollen nicht keine Arroganz ausstrahlen. Wir sind sehr nahbar durch die Partnerschaften, die ich schon erwähnt habe, oder durch die Botschafter, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dem heutigen Markt. Sie haben erst mit Econail-Bändern angefangen, dann haben Sie im Labor gezüchtete Diamanten gebracht. Sie haben ein sehr innovatives Packaging-Konzept gemacht. Wie wird das denn von den Kunden angenommen? Und gibt es Märkte, die das besonders annehmen? Die USA. Definitiv die USA, insbesondere in Bezug der Lab-Grown Diamonds. Ich würde mal sagen, in Kalifornien werden Sie in ein paar Jahren wahrscheinlich nur noch ausschließlich solche Produkte kaufen. Also das wird kommen, insbesondere jetzt mit der ganzen Problematik Russland, Diamanten, die aus Russland kommen und so weiter. Und die Kunden wollen das einfach nicht mehr und wollen diese Nachhaltigkeit und wollen auch genau verstehen in der Lieferkette, wo die Produkte herkommen, wo die Materialien herkommen. Nicht nur die Diamanten, sondern auch das Gold. Wie funktioniert das mit dem Recyceln oder Upcyceln, was wir machen, wie gesagt, mit, was Sie richtigerweise erwähnt haben, mit der Verpackung. Es reicht natürlich nicht aus. Wir brauchen weiterhin sehr gute Produkte, wir brauchen weiterhin sehr schöne Produkte, wir brauchen weiterhin ein gutes Marketing und tolle Boutiquen. Aber das eine bereichert einfach das andere. Insbesondere, und ich möchte mich da wirklich wiederholen, bei den jungen Kunden. Und das sind ja die Hauptkonsumenten zwischen 20 und 30 in der Luxusgüterindustrie. Und die erwarten das einfach von einer Marke, dass sie auch das tut, und das sagen wir auch, was wir in unserer Einflusssphäre machen können. Das Maximale, und das tun wir. Und insofern funktioniert das. Sie haben ja selber Kinder, die genau in dem Alter sozusagen Ihre Erstkunden sind. Wie weit beeinflussen die Sie denn im Sinne von, dass Sie das auch fordern von Ihrem eigenen Vater? Nein, also so ist das nicht. Ich glaube, die sind froh und stolz über den Erfolg, tragen die Produkte natürlich auch sehr gerne. Aber ich habe hier ein tolles Team, die auch die relevanten Marktanalysen machen und so weiter. Also es ist jetzt keine Family-Driven Company. Es funktioniert. Noch einmal, es ist mehr eine Conditio sine qua non, dass sie nachhaltig sind. Ich glaube, sie können als Unternehmen, in welcher Industrie auch immer, ohne Environment, Social und Governance, dieses famose ESG, gar nicht mehr aktiv sein. Sei es nur über die Öffentlichkeit, die Presse, die Medien, die sowas beanstanden würden. Werfen wir noch mal einen Blick vielleicht in die Zukunft, denn nächstes Jahr steht ja ein sehr großes Jubiläum an. Breitling wird 140 Jahre alt.
Können Sie da den Leuten schon ein bisschen was verraten? Wie können Sie am besten ein Jubiläum feiern mit Produkten, die außergewöhnlich sind? So, und ich glaube, da kommt sehr viel in dem Bereich. Unglaublich schön, ein bisschen hochwertiger, es wird ein bisschen teuer, aber unglaublich ästhetisch gelungen, würde ich sagen. Hat mich gefreut, vielen Dank, war super interessant, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.